In Hoyerswerda ist ein weiterer Wohnblock saniert worden. Nach sechsmonatigen Arbeiten erstrahlt das Wohnhaus Bautzner Allee 69 bis 75 im neuen Glanz, so die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Neben dem Anbau von 8 Balkonen an den Giebelseiten wurden in den 32 Wohneinheiten mit jeweils 3- und 4-Raumwohnungen die Energieversorgung von Gas auf Elektro umgestellt. Die Gasanlage ist damit komplett zurückgebaut. Auch Reparaturarbeiten am Dach und die Erneuerung der Elektroanlagen waren Teile des Umbaus. Wir haben vor gut 2 Jahren angefangen, hier in der Bautzner Allee den Nachbarblock durchzusanieren, die Außenfassade richtig schön zu gestalten, Balkons anzubauen. Und wir hatten damals schon ein Gesamtfarbkonzept beziehungsweise auch ein Installationskonzept hier vorbereitet, dass wir quasi uns an der Bautzner Allee so ein Stückchen langhangeln. Das heißt, heute sind wir hier und können den Bewohnern beziehungsweise auch den Mieterinnen und Mietern den Block quasi in schöner Farbe, in einer frischen Farbe mit übergeben. Das heißt also, die Maßnahmen, die ja 6 Monate stattgefunden haben, sind dem Ende zugegangen. Und wir freuen uns, dass wir wieder einen schönen Hingucker, wie wir so schön sagen, hier in Hoyerswerda an der Bautzner Allee erschaffen haben. Die Belegung des Wohnblocks liegt aktuell bei ca. 80%. Analog zum Nachbarhaus rechnet Markgraf in der nächsten Zeit auch hier aufgrund der Sanierung mit der Vollvermietung. Umfangreichere Erdarbeiten sorgten für eine einmonatige längere Bauzeit. Grund dafür waren die Fundamente der neuen Balkonanlagen. So mussten wesentlich mehr Medien als geplant umverlegt werden. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 525.000 Euro.